Sie waren eine große Streiterin der EU vor Corona. Sie sind es vielleicht immer noch. Na, nicht für die EU. Nein, für Europa. Für Europa. Ja. Glauben Sie, dass die EU im Grunde ihre Vision völlig verloren hat im Ukraine-Krieg? Ich hatte den Eindruck, der Ukraine-Krieg war der EU wichtig. Das war der kleinste gemeinsame Nenner aller Nationen. Sonst bekam man ja nichts mehr auf die Reihe. Die einen traten aus, die anderen überlegten, die anderen machten nie mit. Jetzt könnte vielleicht Israel der nächste gemeinsame Nenner werden. Ach ja, Ja? ich sag mal, die EU, ich glaube, die EU hat fertig, ja, also wenn man es so in diesem Slang sagen wollte. Also ich habe das natürlich gesehen, Armin Assehi in der Zeit, endlich haben wir einen Feind, ja, also diese über die Ukraine sozusagen, über diesen Krieg nochmal, diese Ambition, wir einen uns jetzt über den äußeren Feind Putin. Da kann ich nur sagen, also wenn wir uns nicht nach innen einigen können, weil wir uns nicht auf humanitäre Werte besinnen, auf eine antitranshumanistische Agenda, auf unsere europäische Zivilisation und Kultur, das haben wir alles versucht im Verfassungsvertrag 2003, 2023. Ich habe jetzt gerade mit Hauke Ritz noch mal eine kleine Denkschrift geschrieben, 20 Jahre europäischer Verfassungsvertrag. Ich wollte genau daran noch mal erinnern, vor 20 Jahren haben wir es versucht, zu gucken, wie wir hier einen europäischen Denk- und Kulturraum verorten in einem Verfassungsprojekt. Dieses politische Europa ist natürlich schon gestorben vor 10, 15 Jahren oder vor 20 Jahren. Jetzt haben wir es nochmal versucht, über so externe Feinde irgendwie zu mobilisieren. Ansonsten würde ich eher sagen, dass gucken wir Klima, gucken wir Migrationspolitik, gucken wir die Außen- und Sicherheitspolitik, dass in der EU so ungefähr gar nichts mehr stimmig ist. Ja, also wir nehmen jetzt Schweden und Finnland unter Druck in die NATO. Die Österreicher, immer neutrales Land, diskutieren über NATO-Mitgliedschaft. Die Klimapolitik ist zerrieben zwischen Deutschland, was jetzt nur noch nachhaltige Energien haben möchte. Kohle, die Alleine Polen, die Welt ja, rettet, ja. Polen wollen, die Polen wollen die Kohle zurück, die Franzosen machen Nuklearenergie. Die Flüchtlingsfrage ist ein einziger sozusagen verschiedener Bahnhof. Und ich sehe tatsächlich nicht, wo die Einigung jetzt, das ist ja eigentlich das Fatale. Ich sag mal, wenn es denn wenigstens funktioniert hätte, dass man sich über die äußeren Feinde Putin noch geeint hätte, ja, Ja. aber hat man ja nicht. Also auch bei Ukraine wird ja komplett übersehen, dass wir so getan haben, als sei die EU geeint gewesen. Aber gucken Sie sich mal die Südschiene an, also Griechenland oder Spanien, Portugal, Italien bis hin nach Frankreich. Es gab eine komplett andere Diskussion, auch die Ungarn, auch die Slowenen, über Putin Ja. als in Deutschland und in Österreich und im Norden. Ja, also die Ja, hier war Ukraine. viel Ja, Moralismus. nicht nur Moralismus. Die EU war so im russisch-ukrainischen Krieg eine Achse aus Washington, London, Warschau, Riga, Kiew. Ja, und da hat sozusagen der estnische Schwanz mit dem europäischen Hund gewedelt und das Deutsch-Französische kam nicht vor. Macron-Scholz kam nicht vor. Macron fliegt nach China, Xi Jinping, und sagt, wir brauchen ein emanzipiertes Europa. Europa ist nicht dafür da, die geostrategischen Interessen anderer Länder, gemeint die USA, zu erfüllen. Was passiert in Deutschland? Macron kriegt einen Shitstorm. Ja, also Europa war überhaupt nicht geeint im russisch-ukrainischen Krieg. Jetzt gucken wir uns Israel an. Also ich meine nicht, dass Europa jemals geeint gewesen wäre in dieser Gaza-Israel-Frage, aber ich verweise jetzt mal auf die in meinen Augen wirklich großartige Rede von Villepin im französischen Fernsehen, wo er nur gesagt hat, mit mehr Gewalt wird dieser Konflikt nicht beendet und wir müssen unterscheiden zwischen legitimem Recht auf Verteidigung und natürlich dem Existenzrecht Israels, was niemand in Frage stellt. Jeder verurteilt die Gewalt der Terroranschläge, das vorab, ja. Und trotzdem hat Villepin gesagt, mit mehr Gewalt wird das nicht funktionieren. Es geht auch nicht mehr um Verteidigung, sondern um Vergeltung. Der Begriff des Völkermordes ist im Prinzip weltweit in allen Foren, eigentlich nur nicht in Deutschland. Ja, aber gucken Sie sich mal Al Jazeera an, gucken Sie sich amerikanische Plattformen an, gucken Sie sich im Prinzip die UN-Resolution an, die der Guterres gemacht hat. Ja, im Prinzip mit zwei Dritteln der Staaten, die dafür gestimmt haben, wo Deutschland sich enthalten hat. Das heißt, wir kriegen ja in Deutschland noch nicht mal klar, dass wir eigentlich eine minoritäre Einschätzung oder auch Diskussion über diesen Konflikt haben, der nicht nur deren Mehrheiten in Europa nicht entspricht, aber eben auch nicht den globalen Mehrheiten, also wie man global auf diesen Konflikt guckt. Die spanische Sozialministerin hat gesagt, Netanyahu muss vor den Internationalen Strafgerichtshof. Stellen Sie sich mal vor, das hätte ein deutscher Minister gesagt. Der Villepin, die Rede im deutschen Fernsehen, ich weiß nicht, wie das hier funktioniert hätte. Mélenchon, der Linkspopulist in Frankreich, hat gesagt, die Hamas ist eine Befreiungsbewegung, keine Terrorbewegung.
Das kann man alles diskutieren. Ich bin nicht dieser Meinung, um das ausdrücklich zu sagen. Aber in Frankreich scheint es offenbar möglich, in einem Spektrum der Diskussion diese Meinung mal zuzulassen, um dann zu sagen, nein, das stimmt nicht und so weiter. Okay. Aber was wir hier sozusagen ausgrenzen oder präjudizieren, ja, indem wir natürlich dieses ohne Wenn und Aber mit Israel doch wirklich jetzt sehr inszenieren, das Video von Herrn Habeck, also dass man sich sozusagen auch erstmal bekennen muss. Als Moslem vor allem? Als Moslem vor allem oder dann eben Artikel lesen muss, nochmal Amin Nasihi, nochmal in der Zeit, der, glaube ich, letzte Woche geschrieben hat, wir werden die migrantischen Gruppen nicht auf Loyalität zu Israel zivilisieren können. Ja, was ist denn das für ein Wording?